powered by AMD. Tschüssi Leute und herzlich willkommen hier bei einer weiteren Woche mit dem 99 Liga Talk. Während die erste Division sich langsam aber sicher in die finale Ziellinie begibt, ist ja in Division 2.1 und 2.2 der Hase bereits erschossen worden. Und deshalb ist es mir eine große Freude, dass ich mit Marvin Hetschinski heute wieder gemeinsam und mit euch natürlich über das, was dann da diese Woche so passiert ist, reden kann. Hi Marvin. Grüß dich, Krummel. Und ich glaube, wir haben heute viel, worüber wir quatschen können. Ja, weil wir ja sonst schon immer die Zeit so kurz halten gemeinsam. Da kriege ich regelmäßig großes Lob für, wie flott wir doch vorankommen. Fangen wir doch erstmal an mit dem MVP der Spieltagswoche. Da ist es diesmal jemand geworden, den viele schon lange auf der Liste haben. Gilt als einer der größten Spieler hier bei uns in Deutschland, also vom Skill her. Und zwar Stefan von Alternate Attacks hat es gemacht mit großem Abstand, sowohl bei der Community als auch bei den Experten und der Liga-Gemeinschaft. Herzlichen Glückwunsch erstmal an Stefan. Verdienter MVP der Woche. Ich denke mal, da braucht man nicht lange drüber diskutieren. Nee, keine Frage. Du hast es gesagt. Jemand, der schon lange dabei ist, immer gute Leistung abliefert. Und jetzt, wo es bei Alternate Attacks als Team auch wieder gut läuft, ist Stefan natürlich mit seinem sehr konstanten Spiel zu Recht der MVP geworden und vor allem Alternate Attacks jetzt auch endlich verdient mal in diesem MVP-Rennen mit drin. Nachdem der Start halt schlecht war, wahnsinniges Comeback, was sie bisher gezeigt haben. Absolut, definitiv einer der Stützpfeiler für den aktuellen Erfolg, den das Team da in Liga 1 Woche für Woche abzieht. Gehen wir doch mal gleich auf die Ergebnisse von Division 1, weil heute ist tatsächlich mal Division 2 so ein kleines bisschen interessanter, weil da gibt es ja auch die Endergebnisse, aber kommen wir später zu. In der Spieltagswoche 7, da gab es ja ein Spiel Alternate Attacks gegen Innominus. Vielleicht muss man da ein, zwei Worte noch drüber sagen. Dieses Team Innominus, ehemals Raise Your Edge Gaming, die bekannt gegeben haben, dass sie sich mit sofortiger Wirkung aus CSGO zurückziehen. Ist ja erstmal eine harte Nummer für die Spieler, die allerdings, wie du mir vorhin schon im Schnack erzählt hast, den Slot behalten dürfen? Also die Orga will ihn ja nicht behalten, die haben sich ja aus CS zurückgezogen, ohne dass sie dafür Gründe genannt haben, wünschen den Spielern einfach weiterhin viel Erfolg. Okay, kann man so machen. Das lässt natürlich Raum für Spekulation. In dem Fall ist der Slot dann an die Spieler übergegangen und kämpfen jetzt natürlich noch darum, dass sie den Slot in der ersten Division halten können. Eventuell klopft dann ja die ein oder andere Organisation an, die das Team unter Vertrag nehmen möchte. Alternate setzt also ihren Siegeszug weiter ungefährdet fort. Dann das zweite Spiel der Woche, Ad Hoc Gaming gegen Euronix Gaming. Die haben wir ja sehr, sehr häufig und sehr, sehr gerne gelobt. Und jetzt gab es mal auf den Arsch für die Jungs an der Tabellenspitze gegen Ad Hoc. Ist Ad Hoc tatsächlich so stark gewesen oder war es einfach nur ein Ausrutscher von Euronix? Wie immer muss man da sagen, wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Aber Ad Hoc Gaming möchte ich da gar nichts wegnehmen. Die haben eine super starke T-Seite gezeigt, sowohl auf Inferno als auch auf Vertigo. Und haben auf Inferno den Sack auch unüblich für ihre Verhältnisse schnell zumachen können. Sind ja ein Team, da haben wir einige Fans im Chat gehabt, die das auch erkannt haben, dass Probleme hat, Games, wo sie hoch in Führung sind, dann auch wirklich zuzumachen. Da gab es schon die ein oder andere unerwartete Overtime für Ad Hoc Gaming, die dann manchmal auch nicht gut für sie ausgegangen ist. Aber hier auf Inferno 16-7 sehr stabil. Auf Vertigo ist es dann wieder ein bisschen knapper geworden, aber wenn du dann auf der CT-Seite die Runden zumachen musst, das kann auf Vertigo schon sehr tricky sein. Aber Ad Hoc Gaming hat keine Angst vor Vertigo, das haben sie von Anfang an in der Season gezeigt. Und mit dem 2-0 will man jetzt zwar noch nicht sagen, dass sie um die Playoffs mitspielen könnten. Unmöglich ist es nicht, aber vielleicht reicht es noch. Okulicious hat sich im Interview zumindest nicht dahingehend äußern wollen, wie gut die Chancen auf die Playoffs noch stehen. Der möchte, und das hört man von jemandem wie Okulicious sehr, sehr selten, den Blick Spiel für Spiel werfen und nicht zu weit in die Zukunft schauen. Zumindest haben sie sich damit mit dem 2-0 gegen Euronix die Chancen für eine Teilnahme an den Playoffs gewahrt. Bei dem nächsten Ergebnis, da schwimmen die Chancen langsam aber sicher so ein bisschen davon. E-Sport Rhein-Neckar wird zerstört von TKA. Und das muss man an dieser Stelle wirklich so deutlich sagen. Zerstört.
zerstört. 16-3 und 16-3. Also waren die da oder haben die ihre Eltern das zocken lassen? Das Problem. Okay, das weiß ich nicht genau, aber ich hoffe nicht. Die Jungs von TKA haben, oder ich sage, ich fange es mal anders an, eSport Rhein-Neckar hatten, ich denke, ein Map-Pool-Problem, das sie wahrscheinlich erst sehr spät erkannt haben, nämlich als sie schon 0-2 verloren haben. Mit Overpass und Inferno hat TKA eSports nämlich die beiden besten Maps von ihnen bekommen, mit Abstand. Auf Overpass bisher super Leistungen gezeigt und meiner Meinung nach ist TKA eSports aktuell das beste Team, was wir in der 99 Damage Liga auf Inferno haben. Das heißt, diese beiden Maps in so einem wichtigen Aufeinandertreffen für TKA, die werden sich die Hände gerieben haben, als das Map-Veto durch war. Und dementsprechend sind die sehr selbstbewusst, mit viel Willenskraft wahrscheinlich auch in dieses Match reingegangen. Und eSport Rhein-Neckar, die vorher schon so ein bisschen gestruggelt haben, das hier ist jetzt der Aufschlag auf den Boden, also der freie Fall, der ist jetzt, sage ich mal, vorbei. Jetzt sind sie wahrscheinlich ganz unten angekommen, auch wenn es von der Tabellensituation her für sie noch okay aussieht. Ist der Trend definitiv erkennbar, dass die Leistungen eben absteigen. Dann die nächste Partie, für mich persönlich ja schon gar nicht mehr so überraschend, muss man vielleicht an der Stelle sagen. Planet Key Dynamics holt einen Punkt gegen Big. Bei Big ist es ja so, jede Woche reden wir wieder darüber, weil sie entweder ein fantastisches Spiel hingelegt haben und einen Sieg erringen, den man so nicht erwartet hat, oder wie jetzt gegen Planet Key Dynamics einen Punkt abgeben, was man dann auch irgendwie nicht ganz auf der Liste hatte. Also das Team findet einfach nicht die richtige Stabilität, um die gesamte Saison über gute Leistungen abzuliefern. Wird es vielleicht trotzdem reichen oder woran liegt das, dass es immer so ein Auf und Ab bei denen gibt? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich ein Auf und Ab bei Big Omen Academy ist. Man kennt ihren Map-Pool, man weiß, wie sie spielen und ich denke, dass es ihnen noch ein bisschen an den direkten Umstellungen innerhalb des Spiels manchmal fehlt, weil hier hat man in dem Match ganz klar erkennen können, dass Planet Key Dynamics die Vorbereitung zur Overpass gut gemacht hat, haben häufig Alang angespielt und immer wenn das der Fall ist gegen Big Omen Academy, wenn sie auf der CT-Seite stehen, immer wenn dann Alang von den Ts angespielt wird, wird das Spiel ein bisschen zu breit für sie und da haben sie eben auch schon Schwächen gegen andere Teams gezeigt. Ich denke, es war vor allem eine gute Vorbereitung von Planet Key Dynamics, die hier einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf mitnehmen können, dass PKD dann Mirage pickt und dort dann nur 6 Runden holen kann. Das wundert mich ein bisschen, aber sie gehen hier auch ganz bewusst auf 2 Maps, auf denen Big Omen Academy gut spielt. Und hier hat es mit der Vorbereitung anscheinend nur für eine Map gereicht, zumindest meine Mutmaßung. Das auf Overpass konnte sich aber sehen lassen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, Planet Key Dynamics dazu zu sehen. Und vor allem, denke ich, haben sie da verdient die Map gewonnen. Und bei Big Omen Academy, ich denke, mit dem Wechsel, den sie hatten, wird es halt eben genau diese Season jetzt sein, wo es ein bisschen drunter und drüber geht. Aber wenn sie auf dem, was sie jetzt gemacht haben, für die nächste Season aufbauen, und es sieht ja ganz gut aus, zumindest mit dem Klassenerhalt und auch die Playoffs sind immer noch möglich, dann werden wir nächste Season wieder mit einem sehr, sehr starken Big Omen Academy rechnen können. Sofern sie so zusammenbleiben, ne? Das weiß man ja natürlich im Vorfeld nicht. Das weiß man natürlich nie. Und das letzte Ergebnis, die Unicorns of Love gewinnen standesgemäß mit 2-0 gegen No Limit Gaming. Da gab es auch, glaube ich, am Ende des Tages eine Overtime in der zweiten Map und auch die erste war gar nicht so deutlich mit 16-11. Also irgendwie auch ein ganz schön hart erkämpfter Sieg da wieder für die Unicorns. Ja, aber auch gegen ein gutes No Limit Gaming. Also da bin ich der Meinung, waren die Unicorns of Love schon sehr gut unterwegs, auch besser unterwegs, als wir das die letzten Tage gesehen haben. Kazuya hat im Interview noch gesagt, als ich ihn gefragt habe, woran es liegt, dass das jetzt eben so eine verkorkste Season ist. Und er sagt, er kann gar keinen genauen Grund nennen. Sie arbeiten an vielen kleinen Stellschrauben. Und ich denke, dass gerade wenn man keine großen Baustellen hat, die Sprünge dann eben auch kleiner aussehen. Und das, was wir jetzt erkennen können, ist, dass sie gegen ein gut aufspielendes No Limit Gaming die Partie zumachen können. Die Unicorns of Love, sie spielen jetzt gegen den Abstieg, damit haben sie sich abgefunden und der Klassenerhalt ist jetzt das ausgesprochene Ziel von ihnen und das ist mit dem 2-0 jetzt noch ein Stück realistischer geworden. Dann lass uns doch mal gemeinsam einen Blick auf die Tabelle werfen. 2 Spieltage haben wir noch, beziehungsweise 1-2 Nachholspiele sind da auch noch mit dabei. Aber nichtsdestotrotz 2 Spieltage insgesamt. Auf Rang 1 im Augenblick Euronics Gaming immer noch mit 10-4. Dicht dahinter jetzt Alternate Attacks mit
10 zu 4, die mit 0 zu 4 in die Saison gestartet sind, das darf man mal nicht vergessen, und seitdem einfach mal alles abgeledert haben. Dann auf Rang 3 saustark TKA eSports mit 9 zu 5. Und dann wird es richtig eng. Dann kommt Big Omen Academy mit 8 zu 6, eSports Rhein-Neckar mit 6 zu 8, wo die Formkurve allerdings stark nach unten zeigt. Dann Ad Hoc Gaming 6 zu 6, Unicorns of Love 6 zu 8. Und dann die Abstiegsplätze Planet Key, No Limit Gaming, Anonymous. Muss ich mich noch dran gewöhnen. Ich auch. auf den unteren Plätzen mit 4 zu 8, 4 zu 8 und 3 zu 9. Also spannend sieht's aus, wenn man sich das die Tabelle mal anguckt. Oben Platz 1 und 2 und Platz 3 muss man jetzt fast auch noch wieder mit reinnehmen. Also 9 zu 5 ist nicht so weit weg von 10 zu 4, da kann noch was passieren. Und der vierte Platz auch. Also da gibt's noch einige Teams, die sich da durchaus Chancen machen oder Chancen ausrechnen könnten. Ja, definitiv. Und wir hatten es ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Diese Woche jetzt Alternate Attacks gegen Euronics Gaming. Heißes Teil. Ja, also da könnte Alternate Attacks dann endlich an Euronics Gaming vorbeiziehen. Das ist aber auch nur möglich, weil ESG jetzt in der letzten Woche gepatzt hat. Und das 0 zu 2 gegen Ad-Hoc sorgt dafür, dass Alternate Attacks jetzt wieder einen guten Shot auf diesen ersten Platz hat und damit direkt im Finale stehen würde. Ich kann mir vorstellen, wie das Grinsen bei den Attacks-Spielern da im Gesicht saß, als sie Ergebnis gesehen haben spätestens. Ja, und bei Big Omen Academy, da wird es wirklich, da wird es nochmal eng. Also ich glaube, der vierte Platz, der wird heiß umkämpft sein, wie schon letzte Saison eigentlich. Am letzten Spieltag wird dann der letzte Playoff-Platz wahrscheinlich ausgespielt werden. Ja, vor allem, wenn man sich die letzten beiden Matches für Big Omen Academy mal anschaut, gegen Ad Hoc Gaming, die jetzt sehr gut ausgesehen haben, die ESG 2 zu 0 schlagen konnten. Und ganz zum Schluss kommt dann noch Alternate Attacks, die man jetzt natürlich wieder als klaren Favoriten nennen muss für die letzten Spieltage. Also, das ist ein hartes Restprogramm für Big Omen Academy, aber wenn sie es da gut machen, vielleicht ein 2 zu 0 noch mitnehmen können, so ein überraschendes, dann sind die Playoffs vielleicht gerade so drin. Es ist wirklich ein ziemlich heißer Kampf, weil gerade Ad Hoc Gaming, die werden jetzt alles geben. Und wenn sie Big Omen Academy dann tatsächlich zum Beispiel 2 zu 0 schlagen können, dann nehmen sie genau dem Team, das sie jagen, wichtige Punkte ab. Also super, super heißer Endkampf da in Division 1 der 99 Damage Liga. Da freue ich mich auf die nächsten beiden Wochen. Klassisches 4-Punkte-Spiel da am Ende nochmal, würde man... Oh, ja. In anderen Sportarten zumindest, na, da sind 6 Punkte, ist ja auch scheißegal. So, damit kommen wir weg von Division 1 und werfen mal einen Blick auf die zweiten Division, die ja jetzt fertig sind. Alle Spiele sind absolviert worden, die Platzierungen stehen fest, Direktaufstieg, alles durch. Und deshalb können wir da durchaus auch mal ein bisschen länger drauf gucken. Aber zuallererst mal die Ergebnisse in der Division 2.1. AYB eSports verliert gegen Panthers Gaming 0 zu 2. Das waren die letzten Pünktchen, die Panthers noch brauchte, um wirklich auf hundertprozentig Nummer sicher zu gehen. Dann Sunburn versus Orkless 0 zu 2. Meineck verliert, wie erwartet, gegen Evil 0 zu 2. Und Skinbaron holt sich die letzten wichtigen Punkte gegen Recast Gaming 2 zu 0. War eigentlich keine Überraschung mehr so wirklich am letzten Spieltag mit dabei. Nee, schön zu sehen, dass die Panthers dann das 2 zu 0, das sie nicht unbedingt brauchten, aber das halt schon wichtig ist, um es wirklich sicher zu haben für die Relegation, dass sie das geschafft haben. Als Absteigerteam jetzt nicht den Direktaufstieg zu schaffen, hat immer einen kleinen Beigeschmack, aber die Panthers sehen sich nun mal nicht gerne als Favorit und sie wissen, dass die Division 2 ein hartes Pflaster ist. Auf der anderen Seite, Team Skinbaron hat unglaublich schönes Counter-Strike gespielt in dieser Season. Ganz, ganz verdienter Direktaufstieg, da mit 13 Siegen und nur einer einzigen Niederlage. Und ja, auch Evil, ein Team, das man da nicht unterschätzen sollte. Ich denke, da sind wirklich die drei Besten weitergekommen. Kein böses Blut an der Stelle. Und schade natürlich, dass wir uns dann von AYB und Sunburn verabschieden müssen, die in Division 3 steigen. Ja, es waren letztlich die großen drei, die man da an der Tabelle schon seit einigen Wochen bewundern durfte, die sich durchgesetzt haben. Ein Blick auf die Tabelle zeigt es dann nochmal. Team Skinbaron, das angesprochene 13 zu 1, sehr, sehr dominant gewesen. Evil 12 zu 2 auch, bockstark. Und dann Panthers mit 9 zu 5. Und dann teilen sich vier Teams eine 5 zu 9 Statistik. Also der Rest des Feldes quasi war sehr dicht beieinander. Und am Ende dann Sunburn abgeschlagen mit 2 zu 12 auf dem letzten Platz.
Für alle, die sich jetzt wundern, warum der Abstieg AYB und Sunburn trifft, das liegt an der direkten Vergleichsanalyse. Denn da hat zwar AYB gegen MyNeck 1:1 gespielt, aber mit dem besseren Rundenverhältnis für MyNeck, weswegen sie quasi den Abstiegsplatz abgegen an AYB. Und da sieht man auch mal, wie knapp das Ganze dann am Ende war, dass es in diesem direkten Vergleich 1:1 ausging und dann wirklich die Map-Differenz darüber entscheidet, ob du in der Division 2 bleibst oder halt runtergehen musst in Division 3. Genau, Division 3 ist halt noch ein härteres Pflaster, um ehrlich zu sein. Super viele unbekannte Teams, die trotzdem alle sehr hungrig sind, in diese zweite Division aufzusteigen. Da musst du ein sehr stabiles Counter-Strike spielen und zeigen, dass du den Aufstieg in Division 2 bewerkstelligen kannst. Und das wird halt für Sunburn und AYB, denke ich, keine so einfache Aufgabe in der nächsten Saison. Ja, bei uns früher im Handball, wenn man da mal abgestiegen ist, da wusste man auch, oh Gott, die nächste Saison wird noch ruppiger. Da wurde mehr zugeboxt. Noch mehr Körperkontakt. Noch mehr Körper. Ja klar, das war beim Handball wirklich so. Der mangelnde Skill oder die Beweglichkeit wurde dann durch noch mehr Härte versucht auszugleichen. Ja, das war schon manchmal bitter, gerade als Kreisläufer. Oh Gott, was hatte ich blaue Flecken. So, jetzt fällt mir keine Überleitung apropos blaue Flecken ein, deshalb gehen wir einfach knallhart ohne Überleitung in die Division 2.2. Da war es deutlich knapper am Ende der Saison, aber lass uns erstmal auf die Ergebnisse gucken. Da hatten wir 07 Gera eSports e.V. gegen Plan B 1:1, also ein überraschender Punktverlust für Plan B eSports da an der Stelle. Epic eSports gewinnt 2:0 gegen die WarKids, die sich ihre Chance aus der noch Aufstiegschance quasi selbst rausgespielt haben. Wir hatten es letzte Woche erwähnt, sie hatten es in der Hand, aber C-Play gegen Private eSports 1:1 und die Weisen schlägt die Playing Ducks 2:0. Und das bedeutet für die Tabelle dann am Ende, dass Epic sich auf Rang 1 als Abstiegsmannschaft aus Division 1 dann für den direkten Wiederaufstieg doch noch qualifizieren konnte. Ganz, ganz knapp vor die Weisen auf Rang 2. Dann Plan B eSports auf Rang 3, die WarKids auf Rang 4, die ja doch sehr, sehr gut gestartet sind in die Saison, aber dann hinten raus gegen die großen 3 gab es da einfach nichts zu holen. C-Play auf Rang 5, dann 07 auf Rang 6, Playing Ducks und Private eSports auf 7 und 8. Epic hat es jetzt geschafft, sich direkt durchzusetzen, auf den Wiederaufstiegsplatz gekämpft. Die Weisen, die hatten ja eine sensationelle Aufholjagd am Ende hingelegt, also einen relativ schwachen Saisonstart gehabt und dann aber durchgezogen. Und Plan B eSports hat am letzten Spieltag nochmal einen Punkt abgegeben gegen 07. Was dann letztlich auch so ein bisschen den Aufstieg oder zumindest die Relegation gebracht tatsächlich, hat. Tatsächlich war Plan B schon, also die ersten drei waren schon safe vor diesem letzten Spieltag und Plan B hatte die schlechteste Ausgangslage von allen drei Teams, um aufzusteigen. Also alle drei oben hatten 9 Siege, als der letzte Spieltag begonnen hat. Und Plan B hätte nur aufsteigen können, wenn Epic eSports und Devisen halt entweder 0-2 verlieren oder beide 1-1 spielen und Plan B dann eben das 2-0 schafft, weil sie dann eben mehr Map-Siege haben. Das war nicht der Fall. Epic eSports hat die erste Map relativ easy gewonnen. Auf der zweiten Map hatten sie dann Probleme. Und das Fernduell gegen Devisen war dann vor allem interessant, weil es dort natürlich auf den direkten Vergleich ankam. Und wenn wir uns das dann anschauen, das war relativ früh in der Season, Epic eSports gegen Devisen, nämlich am zweiten Spieltag war das ein 1-1 und beide gewinnen ihre Map mit 16:12. Das heißt, es geht 0-0 auf. Direkter Vergleich, Rundendifferenz funktioniert also nicht. Und dementsprechend kommt danach dann die Overall-Rundendifferenz. Und da lag Epic schon vor dem letzten Spieltag ziemlich weit vorne. Aber auch hier interessant, wenn wir uns die Tabelle anschauen, nämlich beide Teams haben 220 Runden gewonnen, aber Epic eSports 163 Runden verloren und Devisen 169 Runden verloren. Das heißt, die mussten auf der letzten Map mit mindestens plus 7 Rundendifferenz rausgehen. Und zwischenzeitlich stand es dann, glaube ich, 14:11, als ich eingeschaltet hatte, als das Epic-Match vorbei war. Und da war das Ding schon durch für Epic eSports. Weil, wenn wir durchrechnen, 16:11 ist das maximale Ergebnis, das
die Weisen dann erreichen konnte. Das haben sie auch erreicht, aber das ist nur eine Differenz von plus 5. Und dementsprechend haben sie diese Differenz von plus 7 verfehlt. Und das sorgt dann schlussendlich dafür, dass die Weisen auf dem zweiten und nicht auf dem ersten Platz ist und Epic Esports dann eben jetzt den Direktaufstieg feiern kann. Und für die Weisen und Plan B Esports geht es dann in die Relegation. Wie siehst du deren Chancen da jetzt eigentlich? Jetzt haben wir die vier Relegationskandidaten nochmal auf einen Blick. Das sind aus Division 2.2 die Weisen und Plan B Esports und aus Division 2.1 Evil und Panthers. Wie würdest du das jetzt einschätzen im Vergleich zu den Teams aus Division 1? Ist es wieder ein Jahr für die Aufsteiger? Boah, schwer. Das ist diese Season ganz schwer einzuschätzen, denn aktuell um die Relegationsplätze herum sind die Unicorns of Love, No Limit Gaming, Planet Key Dynamics. Das sind alles drei Teams, die taktisch sehr gutes Counter-Strike spielen können, die gute Moves drauf haben. Devisen, Panthers, also eigentlich alle, die in der Relegation drin sind, können mitspielen bei sowas. Die Frage ist, ob sie schon auf dem Level mitspielen können, wie die Teams, die gerade um den Relegationsplatz herumstehen in der ersten Division. Ich könnte da nicht mal wirklich einen Favoriten nennen, weil ich denke, die Panthers werden einiges an Zeit investieren. Ich habe heute BMLN schon auf Twitter gesehen, der oder auf Twitch gesehen, der schon Demo-Analysen macht für das Match gegen die Weisen, weil das steht ja schon fest. Evil gegen Plan B und die Weisen gegen die Panthers. Hart. Ganz schwer zu predikten, aber die Chance ist immer da für die Relegationsteams, die aus der Division 2 kommen, weil das Division 1-Team, das da eben noch gegen den Abstieg kämpfen muss, doch eine Saison hatte, die dann eben nicht ganz so gut lief. Also irgendwelche Fehler wird man dann wahrscheinlich finden können. Aber es wird eine interessante Relegation, da bin ich mir jetzt schon sehr sicher. Erstmal müssen es ja die Division 2-Teams unter sich ausmachen, wer dann letztlich ran darf. Und schon alleine das, glaube ich, wird sehr, sehr gutes Counter-Strike und hoffentlich sehr, sehr spannende Partien. Den Marvin, den könnt ihr da sicherlich dann auch wieder bewundern. Er wird da bestimmt seinen Senf dann live dazugeben. Ich weiß es noch nicht. Ach komm schon! Da müssen wir die Planung noch abwarten. Aber ich habe schon Bock drauf, um ehrlich zu sein. Ja, ich bin mir sicher, da findet sich ein Weg. E-Sports Money, Bitch. Ach, wir reden über Geld. Nein. Über Passion, Marvin. Wir reden ausschließlich über Passion. Die ist so oder so. Gut, dann würde ich sagen, haben wir die Divisionen alle durchgeackert. Division 2 ist vorbei. Da geht es jetzt in die Relegationspartien. Und in Division 1 erwarten uns sicherlich noch zwei spannende Spieltage, um festzustellen, welche Teams es dann letztlich in die Playoffs schaffen und welche Teams um den Abstieg kämpfen. Marvin, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast am heutigen Montagmorgen. Ich wünsche dir alles Gute und wahrscheinlich bis zum nächsten Mal, oder? Würde ich auch sagen. Ja, wahrscheinlich. Ich denke auch. Gut, dann mach's gut, Marvin. Und liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank an euch fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, dann denkt dran, den Daumen oben und am besten noch ein Abo dazulassen. Und schreibt auch gerne in den Kommentaren, was möchtet ihr von uns die nächste Zeit vielleicht ein bisschen anders haben? Gibt es irgendwelche Themen, die bei euch auf dem Zettel stehen, die bei uns zu kurz kommen? Dann rein damit in die Kommentare, damit wir uns hier auch für euch verbessern können. Und ansonsten bleibt gesund, bleibt zu Hause. Kümmert euch, um eure Liebsten und dann sehen wir uns nächste Woche hier wieder beim 99 Liga Talk. Tschüssikowski. Ciao.